Mein Name ist Ines Melzer, ich bin von der GfK, das ist ein größeres Marktforschungsinstitut in Nürnberg. Und ich habe das Vergnügen, mich dort um den spannenden Bereich gesellschaftlicher Trends zu kümmern und vor allen Dingen für unsere Kunden mit zu überlegen, was bedeuten denn diese Trends für das Business unserer Kunden. Und in dieser Mission war ich heute auch hier. Und der Titel meiner Session lautete Genuss 4.0 von smartem Genuss, begehbaren Kochbüchern und der Suche nach dem Echten. Und in dieser Session haben wir uns drei Fragen gestellt, nämlich wie digital ist denn der Genuss eigentlich heute schon? Die zweite Frage war, welche Trends gibt es rund um Genuss und Digitalisierung? Und die dritte, sollte man denn aktiv werden? Und zur ersten Frage kann man sagen, ja, der Genussbereich wird etwas langsamer digital als andere Bereiche, aber er wird digital. Ein Beispiel, schon 12% der deutschen Haushalte bestellen Lebensmittel schon online. Zur zweiten Frage, die kann man nicht in einem Satz beantworten, weil es viele Trends rund um dieses Thema gibt. Wir haben gesprochen über den Experience-Trend, über smarte Beschleunigung und über die Suche nach dem Echten, die den Gegenpunkt zur Digitalisierung darstellt. Und haben dann auch noch überlegt, sollte man aktiv werden. Hier gibt es nicht die eine Antwort, das Patentrezept natürlich, sondern viele verschiedene Wege. Und jeder muss schauen, was für ihn der beste ist, ob man sehr digital arbeitet mit vielen digitalen Touchpoints am Ort des Genusses oder eher zurückgenommen, vielleicht mit Buchungssystemen. Oder eben auch vielleicht gar nicht als bewusster Kontrapunkt. Aber das Wichtige ist eben, dass Digitalisierung nicht zu einem Selbstzweck werden darf, sondern aus Konsumentensicht nur Sinn macht, wenn er das Leben einfacher, schneller oder schöner macht. Ja, in diesem Sinne, digitalisieren Sie bewusst. Das war das Motto, was wir mitgegeben haben. Und so endete auch die Session.